Willkommen zurück bei Overlord. Hallo. Es war Schergen verprügeln. Ja, ich habe ihn erstmal in die Treppe getreten. Also andere Leute werden die Treppe runtergeschubst. Er wird die Treppe raufgeschubst. Ja. Raufgeschubst. Den kann ich runterschubsen. Ist es, wie war das? Günther? Gunther? Gunther? Nee. Gunther. Nee, das ist Gunther. Das ist Gunther. Wer ist dann der andere? Ich weiß es nicht. Hat er einen Namen? Nein. Oh. Warte, kannst du alle außer ihn hauen vielleicht? Weil ihn kannst du ja eh nicht. Der ist zu alt. Man haut keine alten Menschen. Ich wollte gerade fragen, ob du sie hauen kannst. Nee. Aber? Die Frauen in dem Spiel wehren sich. Ja, sie scheint nicht gerade schwach zu sein. Nee. Ich glaube, wir waren im Dunkelwald jetzt soweit fertig. Ja. Oh, sieht so aus, wir haben ja keine Aufträge mehr. Himmelsspitze. Stimmt. Da müssen wir dann als nächstes hin. Ich wollte nur noch mal sagen, wir haben jetzt nur ausprobiert, was passiert, wenn man da die schlägt. Ne, ja, wir Spiel. Unterstützen es nicht, Frauen zu schlagen. Oder Leute zu schlagen. Ja. Versucht, eure Konflikte gewaltfrei zu lösen. Es sei denn, ihr müsst euch wehren, dann dürft ihr natürlich... ich meine, wenn euer Gegner Gewalt anwendet, solltet ihr nicht einfach dastehen und euch verprügeln lassen. Das ist wahrscheinlich nicht so die gute Idee. Ich meine, dann seid ihr moralischer Sieger, aber ich weiß nicht, wie viel einem das dann am Ende hilft. Wenn man im Krankenhaus liegt. Ja. Oder im Leichenschauhaus. 26, was war das? Nee, richtig. Oder wenn ihr in irgendeiner Form Gewalt erfahrt, das muss ja nicht unbedingt wirklich Schläge sein. Ja. Dann einfach Hilfe suchen. Ja. Es gibt so genug. Da hinten ist Gold. Ich will's haben. Diese Vögel sind Granatengänse. Sie sehen zwar dämlich aus, sind aber absolut tödlich. Besonders, wenn man an ihre Eier will. Alle! Achso, die hatten wir doch schon. Ja, aber da hinten ist Gold. Da kommt man nur durch, wenn man durch das Wasser geht? Ja, ja. Also und da kannst du nur mit dem Blauen durch. Ja. Nochmal zum Thema Gewalt und so sagen kann. Erstens, Gewalt bedeutet nicht unbedingt, dass man selber geschlagen wird oder dass losgeht, sondern Gewalt kann auch in psychischer Form sein. Zum Beispiel, wenn Eltern oder der Partner damit droht, ein geliebtes Haustier umzubringen, dann kann das auch schon Gewalt sein. Das ist ziemlich Gewalt, finde ich. Und wenn man erpresst wird und so, ist es genauso Gewalt. Okay, der ist einfach dumm. Ja. Und ich kann da absolut aus Erfahrung reden. Es ist besser, wegzugehen. Wenn man sich damit einfach da bleibt und sagt, ja, es wird schon besser, wird sich niemals was ändern. Man muss sich einfach Hilfe suchen. Und ich bin damals mit meiner Schwester von zu Hause weggelaufen, von meiner Mutter, die nämlich gedroht hat, unseren Hund zu töten. Und sie hat nicht nur gedroht, unseren Hund zu töten, sondern sie hat auch damit gedroht, sich selbst zu töten. Und reizende Frau. Ja. Wir sind dann von ihr weggelaufen. Unseren ältesten Bruder, der schon länger nicht mehr da gewohnt hat, haben wir dann angerufen. Der hat uns abgeholt und ja. Hat dann erstmal die Polizei verständigt und alles. Ich ziehe mal alle hier hin. Ich kann absolut verstehen, wenn nicht jeder die Möglichkeit hat, nicht jeder einen großen Bruder hat, der für einen da ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich gerade mache. Ja, ich frage mich gerade auch. Willst du Schergenverband vielleicht aktivieren? Oder? Ja, ist alles gut. Achso, die retten die auch automatisch. Ja, ja, genau. Die stehen am Sammelpunkt. Die machen alles. Ach, die Grünen leben noch. Ich dachte, die wären tot, weil die da so komisch drin hängen. Ja, die sind auch, glaube ich, festgepackt.
Okay. Ja, sind sie halt festgebackt. Ist doof, aber ist jetzt halt so. So, genau. Es gibt Schutzhäuser für Frauen. Es gibt Schutzhäuser für Kinder. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch was für Männer, aber ich weiß nicht, ob es Schutzhäuser sind. Es gibt auf jeden Fall eine Nummer, die man anrufen kann. In der Schule kann man mit Lehrern drüber reden. Es sollte eigentlich an jeder Schule ein Sozialarbeiter sein. Ist leider nicht immer wirklich gegeben. Also es, uns wurde gesagt, es sollte der Fall sein. An meiner Realschule damals war es leider nicht der Fall. Da hatten wir eine Lehrerin, die dafür verantwortlich war und ja, die hat einen Scheiß getan. Na, die Grünen kriegen wir doch schon weg gleich. Ja. Das, ich wollte jetzt nur erstmal das Gold holen. Ja. Da brauche ich auch noch ein paar mehr blaue. Mit. Ja. Kannst du nur einfach die Polizei rufen? Ja. Deswegen ist, man denkt immer so, ja, das hat doch Konsequenzen, das ist schon nicht so schlimm. Denkt dran, ihr könnt nicht nur den Notruf rufen, sondern jede Polizeistelle hat eine eigene Telefonnummer. Ich habe die von unserer am Kühlschrank hängen. Ich weiß halt nicht. Also ich habe die mal von meinem Vermieter bekommen. Ich weiß nicht, wie man das sonst rauskriegt, aber das kann man bestimmt alles googeln. Wenn man halt wirklich auf dem Land ist und zum Beispiel keine mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut halt wegkommt, um dann zum Beispiel zum Schutzhaus oder so zu gelangen, gibt es immer Möglichkeiten. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass die Bahnhofmission, die da ist, die helfen einem zum Beispiel auch, wenn man kein Geld hat, um mit dem Zug zu fahren, dann stellen die einen Papier aus, das sagt, jo, hier, der darf damit fahren, Kosten übernehmen wir erstmal, dass man erstmal wegkommt. Also es gibt immer Möglichkeiten. Man muss sich so einer, man muss sich Gewalt nicht dingensen, ja. Muss nicht hinnehmen. Und auch wenn man glaubt, dass Menschen sich ändern können, sie können sich halt nur ändern, wenn sie wissen, dass sie sich ändern müssen. Und für manche Menschen ist es einfach, dass sie alles verlieren müssen, um zu checken, dass sie sich ändern müssen. Mhm. So. Jetzt vielleicht happyere Themen, nur... Schafis! Ja, Schafe töten! Wie happy! Nein, die darf ich nicht töten. Achso, das sind die, die auch einen Hirten haben, okay. Ja. So, ich hoffe, das geht gut hier. Ist gar nicht so einfach. Ich mal hier. Hat es also funktioniert? Yeah. Zombies töten! Zombies töten! Oh, weißt du, was ich noch mache? Ah. Wenn Corona vorbei ist, wenn wir uns endlich wieder mit ganz vielen Leuten treffen dürfen, frage ich unseren einen Freund, ob wir nochmal so einen richtig geilen Zombie-Side-Abend machen wollen mit geilen Essen und so. Ja, mach das mal. Ja, es ist nicht dein Spiel. Nee. Ich mag es halt lieber als Eldritch Horror, weil man da direkt kämpfen kann. Bei Eldritch Horror hat man es ja meistens, dass man... gut, wenn man mit zu vielen Leuten spielt, hat man es eher, dass man sehr lange da sitzt und sich einfach nur langweilt. Ja, mir gefällt an Zombieside nicht, dass man im Endgame häufig zu overpowered ist. Und man einfach nur noch durchläuft und die Objectives durchmacht. Ja. Es ist leichter als Eldritch Horror auf jeden Fall. Aber das ist halt dann auch. Man gewinnt das Spiel. Das ist, man ist happy danach und nicht frustriert. Eldritch Horror kann man auch gewinnen. Ja, aber nicht so leicht wie Zombieside. Ja, das ist sehr der Sinn. Uhuhu. Und Zombieside hat halt so coole Miniaturen. Schlachtformation! Apropos Miniaturen. Ich sollte die irgendwann mal wieder bemalen. Ja, wir. Ich habe auch welche bemalt. Ja. Könntest bitte... Ah, jetzt kommt auch nah genug dran, dass die anderen angreifen. Sehr schön.
Sterben die da gerade weg oder hebt er den auf? Ah, er hebt den auf. Ja, ja, die blauen stehen ja dahinter. Ah, okay. Das haut hin. Also das mit den roten, mit dem Fernkampf ist ja schon echt nice, ne? Wo sind deine grünen eigentlich? Oh, ja. Hm, was macht da dieser eine Stab? Wo sind die grünen dazu? Hm. Ja, das ist in dem Teil echt noch ein bisschen verbuggt mit den Sammelpunkten. Das funktioniert im zweiten noch mal um einiges besser. Ja. Gut, die grünen Schergen funktionieren um einiges besser. Die grünen, die roten. Könnt ihr das wegmachen? Ja, okay, das kann man wegmachen. Ich muss mal ganz kurz auf das andere Thema zurückkommen, aber... ich hatte ja eine Betreuerin von der Caritas aus. Das heißt, ich hatte ambulant betreutes Sohn. Das heißt, einmal die Woche ist jemand vorbeigekommen und hat geguckt, dass ich, hey, dass es mir gut geht, dass ich mich um mich selbst kümmere. Dass ich was zu essen im Haus habe. Und so. Dass ich zu Arzttermin gehe. Ist das ein magischer Zombie? Ja, das sind Zombie-Magier. Mit Schwertern? Ey, das ist echt cool. Tote Zombies. Weiß ich nicht, wie das aussieht mit, wenn man sich an Caritas oder, oh, wie heißt denn das andere? Diakonie? Mhm. Oder Rotes Kreuz oder so. Ich weiß nicht, ob man sich an die auch wenden kann. Ich bin ja an das mit der Caritas drangekommen über den sozialpsychiatrischen Dienst. Kommt her. Aber man wird garantiert überall Menschen finden, die einem helfen. Ist halt nur kacke, wenn man auf dem Dorf wohnt und die Leute auf dem Dorf sehr, ne, denken so, wieso? Vor verschlossener Tür ist doch alles okay. Ja. Deswegen kann ich es da verstehen, wenn man es da echt Probleme gibt, sich Hilfe zu suchen. Das funktioniert gut. Die muss ich selber einsetzen. Ja, gut, dann das kriegen wir so. Dafür habe ich leider keine Lösung. Hm? Was man macht, wenn man jetzt wirklich auf dem Dorf wohnt und nicht einen großen Bruder mit Auto hat, der einen überall hinfahren kann, zur nächsten Dingens, zur nächsten Stadt, wo dann das Schutzhaus ist. Ja. Oder zur Polizei. Ja. Warte mal, da war doch was. Weil ich weiß ja ganz genau, dass in der Schule uns kein Schwein geholfen hat. Ich will immer sagen, ja, geht zu Lehrern, sagt denen das, aber was hab ich denn getan? Ja, müssen schon die richtigen Lehrer sein, ne? Ja. Also, ich hab mich halt, das war eine Referendarin, die war halt noch mega jung und deswegen konnte ich mich ihr öffnen, weil ich halt dachte, dass sie das versteht. Aber weil sie halt nur eine Referendarin war, konnte sie, glaube ich, nicht viel tun. Und dann hatte ich noch mich auch an meinen Physiklehrer gewandt. Aber der konnte dann auch nichts sagen dazu. Deswegen, ich weiß nicht, ich finde, wenn man eine Ausbildung in der Pädagogik macht, und das ist Lehrer ja, dann sollte doch sowas auch beigebracht werden, wie, was macht man im Fall von häuslicher Gewalt? Was macht man, wenn ein Schüler auffällig ist, weil er viele Wunden hat, weil er humpelt, weil sonst was ist? Was macht man zum Beispiel mit Schülern, die immer mit dreckigen, kaputten Klamotten nach Hause zur Schule kommen oder so. Da muss man doch irgendwie denken, so, vielleicht sollte man das Jugendamt einschalten, vielleicht sollte man irgendwas einschalten. Aber scheinbar gibt's da ja nichts. Oder es kann sein, dass mittlerweile sich das geändert hat. Ja, das ist jetzt schon etliche Jahre her. Ja, 15 da unten Jahre. Ist ganz viel Zeug. Ja, Thema. Ja, es macht mich gerade voll fertig, weil gerade in meinem Kopf sitzen da gerade ganz viele junge Leute, lauter 10-Jährige, 12-Jährige, die auf dem Dorf leben, die zu Hause voll Scheiße erleben und keine Hilfe brauchen. Ich denke gerade so, oh nein, ich muss denen irgendwie helfen. Und es sind nicht mal real existierende Menschen, ich denke nur, dass es sie gibt. Ja. Vor allem... Oh, die ganzen armen 10-, 12-jährigen misshandelten Kinder, die unsere Videos gucken. Ja. ja.
einfach mal weg. Und dann ist da ein grünes Portal für die Grünen. Ja, wahrscheinlich soll ich hier durch. Kann man hier durchs Wasser? Ja, mit dem blauen. Deswegen ist da ein blaues Portal. Ja, aber ich muss die anderen ja erst wegbringen. Damit ich mehr Blaue holen kann. Gegebenenfalls. Ich lasse die erstmal hier stehen. Ich guck mich ein bisschen um. Ja. Da kannst du wahrscheinlich gar nicht lang an den Wurzeln, ne? Ne, hier kann ich lang. Aber es muss ja auch irgendeine Möglichkeit geben, die nicht blauen mitzunehmen. Ja, wenn hier andere Portale sind. Oh, ich meine, das Gold kann ich mir so holen. Ja. Da sieht es nicht so aus, als würde es weitergehen. Ich kann hier nochmal gucken. So. Dadam. Ist einfach so, wir spielen hier einen Anti-Helden, so einen bösen Overlord. Und stapfen hier einfach durch den Stadtflussgraben. Das meine ich nicht so, wir sind böse. Und dann erzähle ich irgendwas von sozialer Gerechtigkeit. Ja. Okay, hier ist die Brücke in die Stadt. Okay. Das ist hier der Anfangspunkt. Okay. Ah, okay. Du weißt, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Gut. Ich meine, wir müssen eh zu den Schergen zurück. Okay. Oder halt zu einem Portal. Ah. Der Dungeon, der gleich kommt, wird unangenehm. Oh, okay. Ah. Ich drücke mich gerade davor und versuche noch alles außerhalb der Stadt zu erledigen. Da kommt man überall nicht durch. Ja, wozu hat man denn hier blaue? Ich verstehe es nicht, hier ist nicht wirklich viel. Was ich nicht verstehe, warum waren da grüne? Hä? Damit man die wegschicken kann. Okay. Achso, und hier vorne war dann für die... Oder ist das nochmal... Das ist für die braunen. Ja, okay. Dann fehlt nur rote, aber... Ja. So. Hier irgendwie aus, als könnte man hier was machen. Aber ich glaube, das ist einfach nur zwei Säulen nebeneinander. Jo. Das ist für mehr Leben, ne? Ja. Oh, ein Objekt. Ich mag. Und da können wir noch rein. Da ist ein rotes Portal. Ja, wenn es da so viel Feuer gibt, gibt es auch ein rotes Portal. Ach so, ja. Du kommst mit Logik an. Wie furchtbar. Heute kann ich keine Logik. Nicht? Stimmt. Nee, heute scheinbar nicht so. Ja, gut, dann nicht. Lauft schneller! Schieben! Oh, nein, nicht schieben! Der Pinguin, nein! Gestern. Der Pinguin. Ach ja. Das war furchtbar! Der Pinguin. Ich bin nicht über die Brücke gekommen. Ist andauernd zu allen Seiten runtergefallen. Ich hatte keinen Bock mehr. Ja. Hat man, glaube ich, sehr gemerkt. Ja. Eure Gesundheit hat zugenommen. Nice. Er hat gesagt, dass du zugenommen hast. Er hat dich wieder fett genannt. Ja. Alle. Ich weiß. Aber wir können ihn leider nicht schlagen. Ja, weil man keine alten Leute schlägt. Ja, gut, das ist natürlich richtig. Warum sieht das Grab, wenn da solche Wolken drüber sind? Dann sieht es irgendwie so aus, als ob man damit interagieren könnte und dann ein Zombie rauskommt. Käfer. Ja. Ganz viel Käfer. Das da hinten ist, glaube ich, ein rotes Portal. Aber ist hier noch was anderes als Käfer? Ich sehe nichts anderes als Käfer. Es gibt wahrscheinlich ein paar Schatztruhen, aber... Es gibt Flammen. Ja, jede Menge. Vielleicht musst du die löschen. Kann ich machen, aber passiert ja auch nicht hier. Ja. Ich kann hier nicht runter? Nee, hier können nur die Scherben runter. Da kann ich durch. Ah, wir sind schon bei 20 Minuten. Oh! Ja.
Ja, dann sollten wir hier an der Stelle langsam mal... Ja, dann kann man sich da ja so hinstellen, schön vor das Ding, was mit einer 10 leuchtet und dann... Ja. Machen wir nächstes Mal hier weiter. Jo, bis dann. Ciao. Tschüss.